Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Man hatte uns gesagt, der Euro sei wichtig, denn er würde Wohlstand bringen. Aber wir hatten Wohlstand. Man sagte, wir bräuchten den Euro, weil er Frieden bringen würde. Doch wir hatten Frieden. Man sagte, der Euro wäre wichtig für uns, weil er eine stabile Währung sein würde. Wir hatten die stabilste Währung der Welt. Die Eingangsvoraussetzungen für den Euro waren die Einhaltung der Konvergenzkriterien. Inflationsrate, Neuverschuldung und Schuldenstand sollte bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Kaum ein Land hatte die Konvergenzkriterien eingehalten. Damals machte das Wort der kreativen Buchführung die Runde. Mit solchen Tricks hatten sich Länder, unter anderem auch Griechenland, in den Euro hineingelogen. Auch der Stabilitäts- und Wachstumspakt sollte die Gemüter beruhigen. Auch er wurde in der Folge unzählige Male gebrochen, ohne Folgen für die Schuldigen. Die Missachtung der Stabilitätskriterien wurden zur Regel. Es musste endlich Schluss sein mit den Vertragsbrüchen. Dieser Wunsch wurde leider nicht erfüllt. In der Folge wurde der Euro immer wieder gerettet, nach dem Motto, kostet es, was das wolle. Und die Euro-Rettung hat uns sehr viel gekostet und sie wird uns noch mehr kosten. Es ist unbedingt eine rote Linie einzuziehen, die die Kosten begrenzt. Ein Ende mit Schrecken wäre besser als ein Schrecken ohne Ende. Man beschwichtigte uns mit der No-Bail-Out-Klausel. Wir könnten ganz beruhigt sein. Kein Land würde für ein anderes haften müssen, auch nicht für deren Anleihen. Mich interessiert, was Fakt ist. Fakt ist, wir werden entgegen der No-Bail-Out-Klausel für andere haften. Zum Beispiel für die Anleihenkäufe der EZB. Alleine daraus erwächst uns eine Haftung von 600 Milliarden Euro. Die Gemeinschaftshaftung der verschiedensten Art erleben wir bei der Bankenunion, bei den Rettungsschirmen, bei dem europäischen Stabilitätsmechanismus. Der ESM kann bis zu 2,5 Billionen Euro gehebelt werden. Alleine für Deutschland würde das bedeuten, eine Haftungssumme von 670 Milliarden Euro. Und nun kommt der liebe Draghi und will eine sogenannte ERL als Überbrückungskredit ins Spiel bringen. Danach müssen Zentralbanken eine Summe von mehreren Billionen schulden. Sie wissen, die Zentralbanken haften und die entsprechenden Länder haften für die Zentralbank. Wenn wir nur von 2 Billionen ausgehen würden, würde das bedeuten, dass wir in Deutschland für weitere 500 Milliarden haften müssten. Rechnen wir nur diese Haftung zusammen, die ich gerade genannt habe, und die Schulden Deutschlands dazu, dann würde das pro Bürger in diesem Land 46.000 Euro ausmachen. Meine Damen und Herren, das ist unverantwortlich. Diese Haftungen gefährden die Zukunft unseres Landes, sie gefährden die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkel. Wir brauchen rote Linien, die diese Haftung begrenzen. Kommen wir kurz zur EZB. Die ist das Aufsichtsinstitut für Banken. Nun sollte jemand, der eine Aufsicht ausübt, unabhängig sein. Ist die Bank unabhängig, die EZB? Nein, sie ist nicht unabhängig, denn sie ist Geldgeber. Sie ist befangen. Und wer befangen ist, kann eine Aufsicht nicht neutral durchführen. Deswegen legen wir die Aufsicht der EZB für die Banken ab. Man hört, dass Deutschland unter Beobachtung gestellt werden soll. Deutschland, so sagen Ökonomen, störe das Gleichgewicht Europas. Die Handelsüberschüsse in Deutschland müssen abgebaut werden. Im Klartext, Deutschland soll an Wettbewerbsstärke verlieren, also an Wohlstand. Es soll der Ast abgesägt werden, auf dem wir alle sitzen. Und wenn wir runterfallen, dann brechen wir uns die Knochen. Das ist alles
unverständlich und es müssen hier eindeutig Schlussstrich gezogen werden. Und ich sehe gerade, meine Zeit ist zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank. Die Kollegin Alexander Radwan, CDU-CSU-Fraktion, und Frank Schäffler, FDP-Fraktion, haben in vorbildlicher Weise ihre Reden zu Protokoll gegeben. Mit dieser Eingangsbemerkung erteile ich nun dem Kollegen Metin Hagverdi von der SPD-Fraktion das Wort.